child was born the other day. Came into this world as the usual, with a place to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for I knew it, and if you were just gonna be like you, and you're gonna be like you. And a cat's in a cradle and a silver spoon, little blue boy and a man in the moon. When you're coming home, so I don't know when we get together then. You know we have a good time then. Hallo und willkommen zu Road to Rockstar. Ich bin Dario Donato, 35, Comiczeichner und Autor. Und heute reden wir über, also ich habe jetzt hier auf Englisch aufgeschrieben, 90s Nostalgia. That feeling that makes you feel alive again. Feel like somebody. Also, ich habe es jetzt auf Englisch aufgeschrieben, aber die Episode wird wahrscheinlich heißen, die Musik oder der Soundtrack deiner Jugend oder der Soundtrack, der deine Jugend inspiriert hat oder Feel-Good-Musik. Mal gucken, wie ich es mache. Vielleicht nenne ich es tatsächlich 90s Nostalgia, that feeling that makes you feel alive. Warum ich auf diese Idee komme und warum ich darüber ein Video mache. Also diese Woche, wir befinden sich immer noch 2020, Corona-Pandemie. Man verbringt viel Zeit drinnen, was am Anfang nicht so gut war. Und jetzt aber habe ich es irgendwie, schätze ich das gerade ganz gut, weil ich viel arbeite. Also ich zeichne viel an meinem Comic. Und ich hatte viel Zeit, ein bisschen, wie sagt man, Noten auszudrucken und zu üben und mir verschiedene Dinge anzugucken. Und ich muss sagen, Folgendes ist dabei passiert. Und zwar ist gerade eigentlich eher eine bedrückende Zeit oder vielleicht auch eine Zeit, wo die Leute den Mut verlieren. Und ich habe dann ganz viel Musik irgendwie aus meiner Jugend rausgekramt. Von zum Beispiel 1999, da gab es einen Woodstock. Und da ist Limp Bizkit aufgetreten und Korn und Freak on a Leash. Und dann habe ich irgendwie Musik von The Darkness gehört, I Believe in a Thing Called Love. Und dann habe ich noch Sachen Fast Car von Tracy Chapman gefunden, das ist ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall habe ich mir dieses Woodstock 99 angeguckt. Und ich weiß, dass damals die Welt auch nicht perfekt war oder vielleicht auch nicht im Lot. Aber die Musik hat mir so ein ganz frisches Feeling wiedergegeben. Und zwar so ein Feeling, als ob alles gut werden könnte. Das ist jetzt ein komisches Gefühl. Aber ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt. Zum Beispiel, als ich dann die Tunes, also ich habe mir ein bisschen was von Korn angeguckt. Das ist, glaube ich, dann Freak on a Leash und dann geht's so. Ich müsste doch richtig machen, aber auf jeden Fall hatte ich so die einzelnen Tunes oder zum Beispiel. Ach, das ist Freak on a Leash. Und natürlich auf der E-Gitarre gespielt. Und ganz viele andere Lieder. Ich hatte dann zum Beispiel auch Blind Man, das war. All I can say is that my life is failing. Und ich hatte endlich mal Zeit, einfach mir Sachen auf YouTube anzugucken, und zwar Konzerte von 1999. Und dieses Gefühl von dieser Musik, also damals war ich bin jetzt heute 35 und damals war ich 14, eigentlich ziemlich jung. Es war auch so, meine Zeit fängt erst so danach erst richtig an, aber das war so eine ziemlich coole Musik. Das war so das Nu-Metal-mäßige, und Woodstock 99 soll gar nicht gut gewesen sein, aber
wie gesagt, so Korn resonierte mit mir und Limp Bizkit und diese ganzen Sachen. Und irgendwie geht es in den Liedern auch um ganz viel Shit, aber trotzdem irgendwie gibt mir das total die Kraft. Und ich glaube, und so geht es auch mit den meinen Comics, die ich hier anfertige, ich glaube, diese Nostalgie, das ist so die Sprache, die in uns so praktisch reingeprägt wurde. Und vielleicht ist das so ein Moment, als die Welt noch heil war, oder vielleicht als wir noch Hoffnung hatten, dass noch irgendwas Gutes war, oder als wir noch so viel gute Energie in uns hatten, dass wir das projizieren wollten. Und dann hat mir sozusagen diese Musik, die ich dann hier gespielt habe, irgendwie ja, das hat mich praktisch. Also, diese Zeiten fühlen sich irgendwie sehr cool an. Und dann habe ich ein paar Sachen, also wie gesagt, es gibt auch ein paar Sechstebund, zum Beispiel so eine Schnulze von Lisa Loeb. Das heißt Stay, aber das war praktisch aus so einem Film Reality Bites und das war ziemlich cool. Das war so. Und dann, wie geht's weiter? Ja. Okay. Also, und ziemlich cool, also wie gesagt, ich habe dann diese Sachen geklimpert. Oder auch von der Darkness. Und irgendwie kam da so ganz so ein gutes Gefühl in mir wieder hoch, so da ich hatte praktisch, ich war zurückgekehrt zu meiner Musik, die ich irgendwie so als Kind oder Jugendlicher gehört habe. Und es war total cool und das ist jetzt praktisch, deswegen mache ich diese Episode auch einfach, um zu sagen, in diesen Zeiten, die ungewiss sind oder vielleicht auch ein bisschen kritisch oder verängstigt oder panisch, geht zurück zu eurer Musik, die euch praktisch Kraft gegeben hat, als eventuell Jugendlicher. Also ich glaube auch, dass es praktisch die wichtigen Sachen sind. Also man verändert seinen Musikgeschmack und man lernt natürlich auch immer neue Sachen dazu. Aber es gibt so ein paar Sachen, die wurden in euch eingeprägt, als ihr besonders jung seid und das schätzt ihr dann so ganz besonders. Und irgendwie war das bei mir dann auch und es hat mir wieder eine besondere Kraft gegeben. Plus, ich werde diese Musik dann auch demnächst aufsaugen. Ich bin auch zu Aerosmith zurückgekehrt und Jenny's Got a Gun. Hab's jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, das war so die Musik, die wahrscheinlich die ganze Zeit, als ich jung war, irgendwie im MTV und im, ja, wahrscheinlich auf MTV lief. Und irgendwie hat sich das eingeprägt. Und diese Musik, da steckt ja auch eine richtig coole Power dahinter. Also vor allem als Jugendlicher, weil wenn ich zum Beispiel gucke, so Korn oder gerade Limp Bizkit oder Aerosmith, da ist auf jeden Fall, da ist rohe Power dahinter. Ich kann mich daran erinnern, ich habe das als Jugendliche dann gehört oder lief und jetzt kommt diese Energie so ein bisschen zurück. Also das ist jetzt so ein bisschen eine Inspirationsgeschichte, dieses Video. Deswegen besinnt euch zurück auf eure Musik und eventuell spielt ihr nach und ich wette, ihr könnt so diese Musik wieder ein bisschen zu euch zurückholen. Und dann habe ich auch ein Lied noch gefunden, beziehungsweise wiedergefunden, das Tracy Chapman, Fast Car. Und war da total beeindruckt von den Songtexten oder vom Songtext. Das Lied wird gezupft. Ich werde es jetzt nicht ganz zupfen, weil wahrscheinlich geht es irgendwie so. Aber was ich machen würde, ich werde es jetzt strummen und es geht so ein bisschen.
a fast car, and I wanna take it to anywhere. Maybe we can make a deal, maybe together we can get somewhere. Any place is better. Moment, den Autoscroll noch anmachen. Any place is better. Starting from zero, nothing to lose. Maybe we can make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. I've been working in a convenience store, managed to save up just a few bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. You and I can get our jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He lives with a bottle, that's his way. He says his body's overworking, his body's too young to look like this. My mama went off and left him, she wanted no more from his. So quit school, turn around. Und genau, und das ist Fast Car. Ich werde auf jeden Fall ein paar Lieder unten verlinken. Und ihr könnt dann auf eure Zeiten zurückdenken. Aber ich fand einfach, natürlich ist es schön gezupft, das Lied, und die kann super singen. Aber es ist ein Lied mit, soweit ich das sehen kann, 4 Chords und einem tollen Text. Sie redet über ihr persönliches Selbst. Und irgendwie hat es sich auch mit den anderen Liedern überschnitten. Mit Korn, mit Limp Bizkit, die waren sehr authentisch. Also zum Beispiel Limp Bizkit bei dem Lied Limp Bizkit. Welches war es nochmal? Nuki. Genau, ich meine, der Text ist, okay, I did it all for the Nuki, okay. Aber er fängt schon an. I came in this world as a reject. Look into my eyes, then you see the size of the flames. Dwelling on the past, it's burning up my brain. Everyone it burns has to learn from the pain. Also ich meine, ich zeichne gerade hier auf diesem Tisch, seht ihr praktisch meine Comic-Setup, und ich arbeite hart gerade an diesen Seiten, und irgendwie da kommt auch eine Person drin vor, die sozusagen durch die Vergangenheit oder durch das Trauma sozusagen immer dieses Brennen an sich hat. Und ich habe das manchmal auch, das seht ihr sozusagen, ihr könnt es auch an diesen Hunden sehen, die traumatisiert sind, die immer irgendwie so zucken. Und die Texte sind richtig erfüllt mit so ein bisschen, ja, da steckt auf jeden Fall so ein Feuer und ein Pain. Und es ist gut, es gibt mir gerade wieder ein bisschen Kraft. Und es gibt mir so jugendlichen Elan und Hoffnung für die Zukunft, egal was kommt, dass ich da durch kann. Und ja, und das war jetzt mein Appell. Das ist Road to Rockstar. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt viel geredet. Aber gut, ich wollte auf jeden Fall eine Woche, ein Video die Woche abliefern. Und vielleicht, wenn ihr jetzt gerade so komische Zeiten habt, begibt euch in die Musik, die ihr gehört habt als Jugendlichen, als die Zeiten vielleicht auch nicht so gewiss waren, als ihr noch nicht wusstet genau, wo es hingeht im Leben, und saugt das nochmal richtig in euch ein und lasst euch das, wie gesagt, verjüngen oder wieder Kraft geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und übt schön weiter. Singt, schreibt Texte, macht was. Vom Counting Crows, Mr. Jones, der sagt so, ja, all you gotta do, pick up a guitar and learn to play it. Oder learn to sing oder learn to schreibe und dann macht einfach. Wir sehen uns. Ciao.